Wie der Blitz werden wir jetzt hier durchwatzen. Ja, und ihr seid live dabei, ne? Also quasi. Fast. Live nicht. Soll ich mal live machen? Ich da letzte Zeit nicht so drum kümmern um Stream und wie das alles. Und das ist ja alles so, ja, so kompliziert. Aber machbar. Aber gucken wir mal. Ich will da ja auch noch was anderes, was Spezielles für vorbereiten. Aber. Da habe ich, glaube ich, mehr Spaß dran als andere. Aber mal gucken. So, schon wieder leer gelaufen. Ja, ich glaube, die Kazettenrüstung war nur gut, weil die weniger Ausdauer verbraucht. Aber ich werde mal testen, im Magiemantel kämpfen, aber es ist auch nur gegen Widerstände. Und warum ist jetzt hier ein doofer... Weißt du, überall haben sie Zäune gebaut, wo mit Lücken drin. Und jetzt hier bauen sie ein, wo sie es mal anders überlegt haben. Also ich dachte, könnte man noch plündern. Kann man nicht. Oh, wer hat denn hier was liegen lassen? Ah. Oh, der Kapitän. Ah. Klar nehmen wir da alles mit. Verticken wir nachher weiter. Das ist der Typ, der uns flöten gegangen ist. Ja, richtig. Na, schönen Dank. Ja. Immer schön dankbar sein, nicht vergessen. Das hilft manchmal. Könnten wir ja eben, zack, während wir laufen, das billige Schwert da zerfuddeln. Aber leider hat er kein Schild dabei gehabt. 65 Ecken. So einen Banditen würde ich hier gerne nochmal nehmen. Ja, die, weißt du, da kannst du eigentlich durchs Land streifen und wenn ich die ganzen Schildleute da platt mach mal, die gehen ja jetzt... Ich dachte, das wäre Kampfmusik. Ist ja einfach geworden. Also, ne, sag ich jetzt so. Stimmt natürlich nicht. Aber ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Also, ich hätte nie gedacht, ich bin ja nicht so, also in Real Life eigentlich auch nicht so der Wüstenfreund und so, aber ich freue mich auf die Wüste. Verrückt, ne? Obwohl der Sumpf hier ist schön. Hier ist, glaube ich, das Licht. Hier ist so diesig. Wenn mal die Sonne hier scheinen würde, wäre das richtig schön. So, als wenn hier, weißt du, so der Schmuck in der Welt, in der Luft liegt. Als wenn hier eine ganze Zeit Kohlekraftwerk am Ögeln ist. Laufen wir hier richtig? Ich glaube, ne? Süden, ja. Und ich dachte gerade wieder hier die... Lauf! Ich drück doch die... Ach, komm, ich drück doch die Taste. Oh, da hat wieder was liegen lassen. Nehmen wir mit, verkaufen. Obwohl, ich glaube, die kleinen Bögen gingen gar nicht. Nee, warte mal, hier waren doch die anderen Typen. Aber das ist okay. Die nehmen wir uns jetzt vor. Weil hier ist eigentlich der reguläre Weg. Ja. Oder habe ich die jetzt schon platt gehauen? Haben die jetzt Angst? Toll. Jetzt, wo ich in Kampflaune bin und denke, ach komm, nehmen wir euch die Schilder ab. Nö, nö. Vorsicht, der Irre kommt. Der hat einen Plan. Muss aufpassen. Der hat mal angefangen nachzudenken. Ja, so, das ist die Lehre, das Fazit der Geschichte, die man hier ziehen kann. Ne? Wenn ihr anfängt nachzudenken, dann werdet ihr gefährlich für andere. Weil dann können die euch nicht mehr so steuern. Ne? Klingt jetzt total schlau, was ich hier rede. Wir müssen weiter Richtung Südwesten. Hier hatten wir auch mal gekämpft, eingangs. Vielleicht liegen die Sachen ja auch noch rum, fände ich gut. Gegen dich will ich nicht kämpfen. Genau, da hat man nämlich auch hier die Glühwürmchen am Wickel und dann hatte ich noch nicht raus, dass man über die Blumen watscheln muss und hat mich wahrscheinlich auch vergiftet. Das Rascheln des Sandes. Das will ich jetzt verfolgen für mich. Egal, ich nehme das hier alles mit. Da werden wir uns Lebenstränke machen, bis wir tot umfallen. Also, naja. So, in etwa. Kann man doch bestimmt auch sammeln. Bist du zu sammeln? Nee. Kommt hier nochmal so eine Blume? Ich hatte das Glühwürmchenpulver. Ich habe hinten noch eine Blume. Da hinten ist eine.
automatisch laufen. Ja, ohne Musik. Nur das Rascheln des Sandes. Oh, nicht durch die Pipifalle hier rein. Wie gelb. Guck mal, das fängt richtig an zu stinken, wenn du näher dran gehst. So richtig. Widerlich. Ekelhaft. Wunderbar. Auf dem Weg kriegen wir noch jede Menge geschenkt. Ich bin gespannt, wie sonst sich der Weg. Obwohl, reisen kann ich ja jetzt, ne? Das habe ich gelernt. Oh, ist da noch mehr? Nein. Da hinten sind Ruinen. Da will ich nicht hin. Ich glaube, da ist der Übergang, ne? Muss ja. Oder ich bin da jetzt den weiten Ausläufer gelaufen. Das wäre doof. Aber auch egal. Was gut wäre, wäre auch noch so eine Fog of War, dass man das abholt. Nee, ja, mit der Karte haben sie extra so gemacht. Nee, hier ist nur eine Ruine. Das ist das Ding hier, ne? Ist das das Ziggurat? Oh ja, das sieht düster aus. Das ist bestimmt dann die Questreihe, wenn du hier für die heiligen Götter da machst und dann sagen die, hier kommen, müssen wir plattern. Aber nee, lass mal. Und wahrscheinlich wird das Spiel doch nochmal durchspielen, weil einfach eine andere Questlinie mal machen. Vielleicht doch für Rissa arbeiten dann? Obwohl, nee. Vielleicht dann direkt mit Olili? Ich weiß nicht. Oder direkt Magier. Da muss man sich auch erstmal durchkämpfen. Ich weiß nicht. Aber dann würde ich ihr das Schwert hier vererben. Marshmallow, den bauen wir mit. Obwohl, haben die nicht gesagt, dass die sau schwer sind? Wie schwer sind denn die? 3 Kilo! Da freue ich mich. Ja, ich bin Umweg gelaufen. Nur für euch. Damit ihr das auch mal seht, wie das ist. So als Let's Player. Nämlich hart und schwer. Ich hätte natürlich die Freiheit, das jetzt hier rauszuschneiden, aber warum? Sagt ja keiner was. Ich will auch mal das ganze Let's Play sehen, ne? Du merkst mich nicht. Hab ich nicht bemerkt. Doch, jetzt hat er geschrien. Aber die Musik sagt, er ist... Die haben echt ein Sichtfeld, ne? Ich glaube, die haben ein Sichtfeld, ein Schnüffelfeld. Finde ich gut gemacht. Dann nehmen die Lichtquellen wahr. Irre. Finde ich gut. Das fand ich in dem Spitzturm total spannend, ey. Müsste auch mal spielen. Total ungewohnt, dass das nicht so vorausschaubar ist. Obwohl wahrscheinlich, wenn man die Mechaniken weiß, klar, man kann die ja, ich kann die ja jetzt auch locken. Aber. Ah, hier kommen jetzt hier. Ja, ja, da ist der. Ja. Das ist der Weg. Nee, das ist hier das alte Klingel der Winde. Ja. Ist hier denn einer? So kaputt aus und ich will da jetzt nicht durchs Pipi laufen. Das ist ja Urin! Oh, vielleicht sind die da an dem Turm. Wenn ich sonst mal Hallo sagen, schon mal wissen, was die haben. Aber hier kommt man nicht rein. Hallo? Wohnt hier keiner? Ja, anscheinend nicht. Wieso sind die denn hier so kaputt? Naja. Dann gibt es die ja nur noch im Startgebiet. Jetzt kaputt gemörsert. Ist jetzt hier der Übergang langsam mal? Da hinten wahrscheinlich. Ne, laufe ich wieder Norden. Ich muss Süden. Warte mal, hier ging es dann wahrscheinlich lang. Hä? Aber hier ist eine Treppe hoch. Sag mal. Und Durst. Ja, Durst hat ja auch immer nervig. Ich bin ja am Überlegen, das Pipi-Wasser mal zu sammeln, um zu gucken, was man daraus filtert. Ich gehe mal gucken. Ich gehe aber nicht rein. Abgestanden, ja. Ich, ob da abkochen hilft, wahrscheinlich nicht. Ich will nicht. Bleibt nur Ammoniak über und der beißt dir in die Nase. Habt ihr mal Ammoniak gerochen? Also reinen Ammoniak? Alter Schwede. Chemiker fahren da ja voll drauf ab. Und angeblich, Mann, automatisch laufen Knopf. Angeblich haben sich ja die Fußballer damit zur WM aufgeputscht. Total bescheuert, ey. Und alles so macht für den Erfolg und haben trotzdem verloren. Die Affen. Oh, du bist aber flott. Keine Lust. Nein! Oh Gott, der ist so schnell. Oh, nicht ausweichen.
Nee, nee. Lass ab. Lass ab. Lass mich. So. Geschickt ausgewichen. Ja. Oh je. Ich laufe jetzt nach Osten. Ich muss nach Süden. Wie komme ich hier raus aus dem Kaff? Ist alles nicht wahr. Ja, ja, jetzt haut der mich hier platt. Da sagt ihr, kämpft doch. Ja, gut. Nein. Oh. Ja. Ja, ja. Nee, nee. Ist okay. Leck mir am Arsch. Blumenkind. Wahrscheinlich jetzt wieder zurück in die Stadt. Ja, natürlich. Leck mich am Arsch. Ja, Toren von Monsum. Hier wollte ich schon immer mal hin. War mein Traum. Leck mich. Na, leg dich jetzt hin, Mann! Ich bin richtig sauer. Lauf mir da die Füße wund. Kommt da so ein Affe. Und dann, statt den Rucksack abzuwerfen, ja, steckt das Schwert erst nochmal weg. Und dann zieh's aber nochmal raus, aber dann stecke ich es nochmal weg und dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Und ich so doof anstellt. Das ist das Spiel, ne? Ich hätte ja auch vorsichtiger sein können. Wollte ich nicht. So lalala, vom Pferd erzählen und sich wegknabbern lassen. Aber jetzt behalte ich mich an den Weg hier, an diesen Leuchtebimseln. Aber ich bin doch am Klüngel der Winde vorbei, ich war doch richtig. Und dann bin ich aber Osten gerannt. Ich muss dann weiter, eigentlich sehr südlich. Oder stand ich? Nee, ich war Klüngel. Doof. Ja, es hat mich so verwirrt, weil plötzlich die Spitze da war. Nee, ich beschleunige das jetzt. Ich laufe jetzt hier. Ach, die sind auch schon wieder da. Naja. Ja. Nee, ist ja schön mit euch. Könnt ihr nicht mal. Nee, können sie nicht. Warum auch? Naja, macht ihr mal. Immerhin, auf die ist Verlass. Er verfolgt nur mich. Okay, jetzt halt die Schnauze vor. Jetzt mische ich hier mit. Ach, der hat noch einen großen an der Backe. Guck mal, was hier los ist, und er trifft mich. Okay, hier ist ja richtig Party. Da mischen wir mit. Na gut, ich wollte ja sagen, hier ist nichts los, aber hier ist ja richtig was los. Gut, Magier müssen wir mal meucheln. Weil du es verdient hast. Genau, und bei dem Tier helfen wir jetzt auch mit. Muss ich alles jetzt aufsammeln. Und dann werden wir so langsam laufen, dass ich kotze, ey. Vielleicht werde ich das auch mal beschleunigen. Aber wer weiß. Leg ich im Schnitt.
Ja, Stahlschild will ich haben. 60 Öcken. Tuanosaurier, klar, will ich den haben. Steckomann, Steckophant. Weiß ich jetzt schon, dass ich die Pfeile wegwerfen werde. So, schnell hier rüber äumeln. Hier britzelt was. Hier könnte man. Hier ist ein Rastplatz eigentlich. Irgendwo. Ich höre ihn doch. Kann man die Musik leise machen? Ich weiß nicht, wo der. Ich höre den Rastplatz nicht, bestimmt da oben. Ich will einmal kurz rasten, weil das besser ist. Ah. Ne? Wer rastet, der rostet nicht.